Hallo meine Süßen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen DM-Haul. Ich habe mir ein paar Sachen aus dem neuen Essence und Catrice Sortiment gekauft. Dazu habe ich einmal die Catrice Prime and Fine Eyeshadow Base gekauft, die jetzt ja als Dupe zu der Urban Decay Naked Primer Potion oder wie die da heißt, gilt. Ich finde sie einfach nur super, weil sie im Endeffekt mit so einem Applikator kommt und man es so gleich aufs Auge schmieren kann, weil die ganzen Sachen in diesem Pöttchen, da kriege ich das ganze Zeug nur unter die Fingernägel und das ist total unpraktisch, finde ich. Es trocknet eben dann auch nicht ein und ich bin echt super zufrieden mit der und würde die mir auch sofort wieder nachkaufen, weil der Lidschatten echt den ganzen Tag hält und wie gesagt, ich kann nichts gegen diese Eyeshadow Base sagen, deswegen würde ich mir die definitiv nachkaufen. Dann habe ich mir das Essence Pure Nude Powder gekauft. Das soll ja so ein Dupe zu dem MAC MSF sein. Also so ein Puder, das jetzt nicht unbedingt ja so mega pudrig ist, sondern so auch so ein bisschen so einen Sheen drin hat. Und ja, ich habe mir die Farbe 01 Nude Ivory gekauft und eigentlich tatsächlich habe ich mir nur dieses Puder gekauft, weil viele geschrieben haben, dass das ein Puder ist, was Öl enthält. Und ihr wisst ja, ich habe eine sehr, sehr trockene Haut und habe bis jetzt noch kein Puder so gesehen, das jetzt irgendwie Öl enthält. Und deswegen dachte ich mir, möchte ich es auf jeden Fall ausprobieren und ich liebe es. Ich benutze es, wenn ich mich schminke, immer, weil es einfach nicht pudrig auf dem Gesicht aussieht und meine Haut einfach null austrocknet. Und da merkt man auf jeden Fall dieses leicht öliger. Also ich denke, so für fettige Haut wird das überhaupt nichts bringen. Das mattiert, wie gesagt, auch nicht stark oder so. Aber wie gesagt, so zum Make-up fixieren ist das einfach super klasse und deswegen liebe ich es und werde es mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn es leer geht. Aber da ich ja so wenig Puder benutze, wird das ewig brauchen, weil ich habe es jetzt schon gefühlte 100 Mal benutzt und ich sehe noch nicht mal irgendwie, dass da eine Kuhle drin ist, was ich natürlich sehr gut finde, weil dieses Produkt gibt, soweit ich es weiß, nur Müller-exklusiv, also in dieser Müller-exklusiv-Theke, die ich ja hier in meiner Nähe jetzt leider nicht habe. Bei dem Produkt bin ich mir gar nicht sicher, ob das Müller-exklusiv ist. Es ist dieser Sun Club 2-in-1 Bronzer. Ja, mit dieser goldenen Marmorierung und ich liebe den, ich finde den wunderschön und der ist auch nicht zu sanft, also zu unpigmentiert, also da muss man schon sogar ein bisschen aufpassen, hat dann auch gleichzeitig so einen leichten Glow mit drin, finde ich sehr, sehr schön und benutze ich auch wirklich gern und da sieht man definitiv schon so eine leichte Kuhle bei mir, weil ich ihn einfach auch so gut wie täglich benutze und wie gesagt, diesen hier finde ich auch ganz toll. Also wirklich, Essence hat mal wieder richtig aufgeholt und hat wirklich mal wieder jetzt Produkte im Sortiment, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Deswegen, ja, großer Daumen nach oben. Dann musste ich mir natürlich mal ab und zu mal wieder was aus einer LE gönnen. Das war auf jeden Fall hier eine Sache von Catrice, diese Kaviar, weiß nicht, wie man es ausspricht, diese LE, mit diesen Perlen, ja, mit diesen Puderperlen. Da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen, weil ich hatte schon mal so Puderperlen und die fand ich ganz, ganz toll. Und die gibt es, wie gesagt, ja nur in den LEs und ist, wie gesagt, ein Puder, was auch Schimmer enthält, also was so ein Glow mit drin hat. Und das kann ich auch nur bestätigen, es ist jetzt nicht so mega Glitzerbombe ins Gesicht und ich glänze wie eine Speckschwarte, sondern es mattiert auf jeden Fall und ist aber gleichzeitig so ein bisschen glowy, was ich ja sehr gerne mag, aber es ist auch nicht zu pudrig. Also kann ich nur empfehlen und war sehr, sehr froh, dass ich es mir gekauft habe, weil das Produkt, glaube ich, 6 Euro oder so gekostet hat. Aber so Puderperlen sind auch sehr, sehr ergiebig. Deswegen dachte ich mir, kann ich mir diese auf jeden Fall mal mitnehmen. Dann wisst ihr ja, wie gesagt, ich bin einfach ein Highlighter-Junkie, was... Oh, mein Pony nervt mich, der sieht so bescheuert aus. Ich bin einfach ein Highlighter-Junkie, was LEs angeht. Und deswegen musste der Cinderella Highlighter-Puder einfach mit dieser schönen Marmorierung, mit den Rosen. Sah einfach zu schön aus. Ich konnte einfach nicht dran vorbei. Und deswegen musste er mit. Hat wieder so einen silbrigen Schimmer und der ist wirklich sehr stark pigmentiert. Also da muss man echt krass aufpassen. Ich denke, ihr werdet es hier schon sehen. Also wirklich sehr gut pigmentiert. Aber wenn man den ganz leicht aufträgt und verblendet, macht der auch wirklich einen sehr schönen Glow. Und ich bin sehr zufrieden damit. Wie gesagt, jeder Essence Highlighter, den ich bis jetzt hatte, außer der aus der Twilight LE, fand ich bis jetzt alle großartig und deswegen kaufe ich mir auch gerne von Essence einen Highlighter aus einer LE. Genau, dann machen wir mal mit Lippenstiften weiter, würde ich sagen. Da habe ich mir 3 Stück mal wieder gegönnt. Ja, ich habe
lange, lange Zeit mir keinen gekauft. Dann habe ich mit diesem hier angefangen. Ich dachte mir, ich gönne mir mal was Teureres und habe mir einen von L'Oreal geholt aus dieser Collection. Das ist jetzt dieser Lia oder ich weiß nicht, wie die Frau heißt. Ich kenne sie nicht. Aus dieser Red-Reihe eben. Und die Farbe ist, wie gesagt, Lias Pure Red. Und das ist so ein richtig, richtig geiler Pink Rotton, aber so richtig, richtig knallig, so Neon auf den Lippen. Finde ich ganz, ganz toll. Den trage ich auch heute auf den Lippen, falls ihr wissen wollt, welcher das ist. Der ist eben auch matt, was ich ja an sich an Lippenstiften total lieb. Und super pigmentiert, also hält auch wirklich sehr gut. Also ich kann wirklich nichts sagen. Und da waren mir diese, glaube knapp 12 Euro hat er gekostet, waren die mir auf jeden Fall wert. Also wenn ihr einen richtig, richtig schönen Sommerton sucht, der einfach einen Rotanteil mit drin hat, bei mir stehen eben sehr, sehr viele Rottöne, kann ich euch den nur empfehlen. Also ich finde ihn wunderschön. Dann konnte ich nicht an der P2 LE vorbei. Wie heißt sie denn jetzt eigentlich? Culture Spirit. So eine orientale LE war das und da gab es diesen Lippenstift hier und ich fand ihn einfach so schön mit dieser, mit diesem, ne, ihr seht's ja, oh, schön, so schön. Und ich habe mir die Farbe 010 Extraordinary, habe ich mir rausgesucht. Ich swatche euch mal neben dem Rotton und das ist eben ein, ja, schon ziemlich krasser, auch Pinkton, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und ich mache einfach Lippenstifte im Endeffekt matt, mit dem, dass ich einfach einen Lip Liner drunter trage und so ein Kosmetiktuch nehme und das dann mit so einem losen Puder nochmal so sette. Und dann ist der komplett matt und das sieht ja wirklich auch sehr schön aus. Ist eben sehr schön knallig und sehr schön pink. Und ja, ich liebe einfach Lippenstifte und am besten knallige Lippenstifte. Deswegen musste ich mir auch nochmal aus dem normalen P2-Sortiment die Farbe 016 Highline mitnehmen. Weil der auch einfach nur wunderschön ist. Eher so ein Pink, was in die lila Richtung geht. Also ein bisschen dunkler auch. Hat aber trotzdem eine sehr, sehr starke, also eine sehr, sehr starke Farbe, also Farbintensität. Ja, ist auch sehr, sehr schön. Und wie gesagt, hat eben diesen lila Stich mit drin und ist für den Sommer auch wirklich wunderschön. Den würde ich dann auch, wie gesagt, mit so einem losen Puder matt machen. Und dann sieht das Ganze wirklich schon mal richtig, richtig geil aus. Also ihr seht es ja schon, es ist so richtig so, wow, Sommer. Und das liebe ich einfach nur. Also ich trage es so gerne wie heute, einfach nur ein bisschen was am Auge und dann lieber einen knalligen Lippenstift. Das macht mich einfach froh, das macht mich glücklich und das bin einfach irgendwie ich. Deswegen kann ich an so Lippenstiften leider nicht vorbeigehen. Dann habe ich mir einen Eyeliner gekauft und zwar von Manhattan, der Dip Eyeliner in Waterproof. Und ich habe schon lange einen wasserfesten Eyeliner gesucht, der wirklich wasserfest ist. Also ich bin hergegangen, habe die in der Drogerie geswatcht und habe dann ein paar Sekunden später so gemacht und habe dann so drüber gewischt und da sind die meisten waren weg, wenn man es mal so sagen will, sie waren einfach weg. Und bei diesem hier war das nicht der Fall und da musste der einfach mit. Der ist sehr, sehr schön schwarz, hat eine wirklich schöne Spitze, mit der man sehr gut arbeiten kann und ich bin absolut zufrieden. Ich liebe den, wirklich sehr, sehr schöner Eyeliner, besser als jeder, den ich bis jetzt von Catrice oder Essence hatte, ja, weil er einfach wirklich waterproof ist. Also da kann man wirklich nichts sagen. Dann hatte ich mal wieder so eine leichte Nagellack-Obsession. Ich weiß auch nicht, ich hatte ja eigentlich vor, mir keine Nagellacke mehr zu kaufen, aber das hat anscheinend nicht so gut funktioniert, denn es sind mal wieder so für 6 Stück geworden, okay, von dem Zeitraum von 2-3 Monaten ist das schon in Ordnung. Es waren halt 2 LE-Produkte dabei aus dieser, wie heißt denn diese LE? Just Dream Like P2 LE, da musste einfach dieser Mint-Ton mit und dieser Bordeaux-Ton hat es mir auch total angetan. Den habe ich schon getragen und der ist wirklich schön, ist deckend mit einer Schicht und einfach super. Den mintfarbenen Whoops habe ich noch nicht getragen, werde ich aber nach meinem Nageldesign, das jetzt langsam schon wieder so verschwindet, werde ich das auf jeden Fall, also diesen Mintfarbe auf jeden Fall drauf machen. Ja, weil ich finde, jetzt wo ich noch so hell war, sieht Mint halt einfach, macht einen noch blasser. Und dann hatte ich anscheinend so eine Blau-Obsession.
ich weiß auch nicht. Einmal aus dieser Volume Gloss Reihe von P2, die ich ja absolut liebe, habe ich mir diese zwei neuen knalligen Farben gekauft. Einmal Working Girl, so ein richtig geiles Blau. Und 097 Astronaut's Wife, also Astronautenfrau. Und ich muss sagen, ich habe den blauen bis jetzt getragen, den türkisenen noch nicht. Und der blaue war sehr, sehr komisch vom Auftrag. Der ist so dickflüssig gewesen und ist so gar nicht getrocknet irgendwie, hatte ich das Gefühl. Also sehr schade. Werde ich aber nochmal austesten. Und dann habe ich mir noch zwei aus dem neuen Essence-Sortiment, Nagellack-Sortiment geholt. Einmal die Farbe Electric, so ein richtig krasses Blau. So Elektro... Ja, wie nennt man das? Nennt man das nicht so einen... ja, Electric Blue, einfach so ein total krasses Blau. Und den Blauton, diesen matten Ton, weil es mir auch so zusagt, so ein Dunkelblau in matt, sieht auch absolut hammergeil aus auf den Nägeln. Und ja, deswegen musste der auf jeden Fall auch mit. Und wie viel kosten die alle? 2-3 Euro, also nicht unbedingt viel. Und wie lange hält einem so ein Nagellack? Und an sich sind es ja alles unterschiedliche Farben, deswegen und... sag ich mal, Farben und auch wie sie eben dann schlussendlich aussehen. Oh Gott, ich versuche mich schon wieder rauszureden. An sich wollte ich einfach diese Nagellacke haben und jetzt habe ich sie und ich bin sehr froh darum. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter, weil sonst laber ich noch mehr Mist. Ich habe mir zwei Shampoos gekauft, einmal von Balea ohne Silikone, ohne Silikone. Das Volumen-Shampoo mit Patchouli und Jasmin für dünnes und feines Haar, weil ich langsam echt sehr, sehr dünnes Haar bekomme und es hat eben sehr frisch gerochen und ich wollte einfach mal ein Volumen-Shampoo ausprobieren, weil ich besitze kein Volumen-Shampoo. Deswegen habe ich mir es mal mitgenommen, habe es aber leider noch nicht getestet. Also, und die kosten ja nur 65 Cent, deswegen, also darüber kann ich euch noch nichts sagen. Früher habe ich dann echt unglaublich gerne von Nivea das Glanz, also das Diamond Gloss Shampoo benutzt und jetzt letztens habe ich es irgendwann mal wieder gesehen und zwar im Angebot und ich dachte mir so, ach komm, nimm es mal wieder mit. Es war damals echt mein allerliebstes Shampoo und ja, ich bin ganz zufrieden damit, also es macht die Haare schon echt weich und reinigt sie auch sehr gut, aber ich merke schon, dass meine Haare schneller fetten mit dem Shampoo, deswegen ist es so, naja, aber ich liebe es trotzdem, es zu benutzen, es hat einen unglaublich tollen Geruch. Ich liebe diesen Geruch, der ist einfach so unglaublich frisch. Ich liebe das Shampoo einfach nur. Also wenn ihr das noch nicht getestet habt, könnt ihr euch das definitiv mal anschauen. Dann habe ich diese Reihe hier gesehen von Dove, war auch im Angebot. Youthful Vitality für reiferes Haar. Schwerelose Formel, pflegt tiefenwirksam für geschmeidiges und glänzendes Haar. War im Angebot, über die Hälfte war das reduziert und da dachte ich mir, oh Gott, muss so mitnehmen. Geht einfach nicht anders. Und es ist eine Riesenpulle mit 250 Milliliter. Riecht sehr schön cremig und finde ich eigentlich echt nicht schlecht. Also es ist eine schöne Spülung. Ich merke auf jeden Fall, dass meine Haare viel, viel weicher sind damit. Aber an sich bin ich gerade mit meiner Haarpflegeroutine überhaupt nicht zufrieden. Dann habe ich mir noch von John Frieda, war auch im Angebot, deswegen habe ich es mal mitgenommen, diese Meereskraft tiefenwirksame Intensivmaske mitgenommen. Ja, ist so mit Minze, also das riecht man echt extrem, also es riecht sehr, sehr stark nach Minze. Ist eben für so hitzegeschädigtes Haar, also steht drauf, löscht den Durst von hitzegeschädigtem Haar mit Meeresalgenextrakt. Und ich habe ja in letzter Zeit meine Haare sehr viel geglättet und so. Und das habe ich jetzt langsam gemerkt, dass sie wieder extrem trocken werden. Und dachte mir, ich nehme die jetzt einfach mal mit. Ich habe sie jetzt zum zweiten Mal verwendet und ich weiß nicht so recht. Also sie sind schon auf jeden Fall weicher geworden und nicht mehr so trocken. Aber so richtig so den Feuchtigkeitseffekt habe ich jetzt auch nicht gemerkt. Deswegen, ich werde es auf jeden Fall weiterhin testen. Dann habe ich mir zwei Produkte von Balea gekauft. Einmal das Deo Spray Pink Pomelo. Das hier. Das gab es jetzt neu. Und ach, es riecht sehr, sehr gut. Also es riecht nicht zu stark und es riecht einfach sehr frisch. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme es mir einfach mit, weil ich ja an sich Balea Deos immer nicht schlecht finde. Ich benutze sie auch manchmal so als Puffer, einfach mal so auf die Klamotten drauf oder so. Deswegen nehme ich mir da ab und zu einfach mal eins mit, weil wie viel kosten die? 80 Cent und da kann man eigentlich nichts sagen. Dann habe ich ganz, ganz viel über diesen Rasierschaum von Balea gehört und ich hatte in letzter Zeit irgendwie Probleme, mir die Beine zu rasieren, ohne dass die extrem darauf reagiert haben, weil ich habe ja normalerweise immer mit Duschgel und dann Duschgel drauf und dann hat es geschäumt und dann rasiert.
Das ging in letzter Zeit aber gar nicht mehr. Deswegen musste ich mir einen Rasierschaum kaufen und habe, wie gesagt, sehr, sehr viel Gutes darüber gehört und dachte mir, komm, dann nimmst du eben den mit. Und ich bin total begeistert. Also der macht wirklich extrem weiche Beine. Also so weiche Beine hatte ich schon lange nicht mehr nach dem Rasieren. Und ist wirklich ganz sanft und der Schaum, da kommt auch wirklich gut Schaum raus und der Schaum ist nicht zu flüssig oder zu fest. Also und es riecht nicht komisch oder sowas, aber angenehm. Und also ich kann bis jetzt nicht meckern und finde ihn wirklich klasse. Und wenn mir jetzt gekauft, ja, die Garnier Body Tonic straffende Feuchtigkeitslotion. Jetzt denkt ihr euch, was, straffend? Die ist doch noch nicht alt und die ist doch nicht irgendwie dick oder so. Ja, ich habe sie mir nicht gekauft, um wirklich meinen Körper damit irgendwie zu straffen, weil ich glaube da auch nicht unbedingt dran, dass das wirklich funktioniert. Ich liebe einfach nur den Duft. Ich bin wochenlang da, war ich in der Drogerie und habe dran gerochen, habe gedacht, oh mein Gott, es riecht so gut. Es riecht halt einfach nach Zitrone, aber nicht nach dieser Zitrone, die ich nicht mag, sondern es riecht einfach unglaublich gut. Und ich musste sie mir jetzt mitnehmen wegen Geruch. Ich liebe die Konsistenz davon. Allgemein von den Garnier Body Lotions liebe ich die Konsistenz. Sie sind ein bisschen dicker, also aber gleichzeitig flüssig. Also sie kommen erst so ein bisschen dicker raus und werden dann so wässrig und ziehen total schnell ein. Und oh, ich liebe es. Und ich liebe diese Body Lotion. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich sie mir mitgenommen habe, obwohl es, glaube ich, 4 oder 5 € kostet, was ja für Balea-Verhältnisse, ne, wenn man, ich kaufe mir ja sehr, sehr viele Balea-Body-Lotions, schon teuer ist. Aber ich musste es einfach mitnehmen und ich bereue es keine Sekunde und ja, riech da mal dran. Also es riecht wirklich sehr, sehr gut und für den Sommer kann ich mir das auch wirklich gut vorstellen. Das war's jetzt mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Gebt dem Video doch ein Däumchen hoch, da würde ich mich riesig drüber freuen. Schreibt doch mal unten drunter, was ihr euch gekauft habt oder vielleicht habt ihr ja auch irgendein Produkt, das ich gerade erwähnt habe und habt da schon eine Meinung dazu, dann schreibt die wirklich gerne in die Kommentare. Ich lese mir das wirklich unglaublich gerne durch, wie ihr die Produkte dann findet, wenn ihr sie selber besitzt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!